Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass in der aktuellen Debatte über die Stahlindustrie mittlerweile alle Faktoren auf dem Tisch liegen, die die Stahlstandorte weltweit unter Druck geraten lassen. Nur die CDU scheint das nicht zu interessieren und versucht immer, den Treibhausgasemissionshandel als Sündenbock darzustellen. Aber so einfach ist das nicht. Und ja, sicherlich, aber ich glaube, auch wenn man die Debatten verfolgt und auch das, was Herr Kollege Laschet dazu gesagt hat, kann man nur sagen, dass Sie wirklich keine Fakten brauchen, um eine Meinung zu haben. Denn die Entwicklung kam auch nicht plötzlich, sondern deutete sich schon länger an. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, Herr Hofe, Jürgen, dann würden Sie feststellen, dass es ein Zwischenhoch gab 2010, 2011. Und dann letzten Endes ein Einbruch der Produktion. Und mittlerweile ist höchstens noch so eine Seitwärtsbewegung festzustellen, was die Produktion insgesamt betrifft. Und auch die Auslastung der Hütten verteilt über alle Stahlstandorte beträgt durchschnittlich 85%. Und diesen Umsatzeinbrüchen wurde ja bereits begegnet. Und ich muss sagen, in Duisburg gibt es dafür auch ein bemerkenswertes Beispiel für Solidarität, nämlich Solidarität unter den Belegschaften. Denn die Belegschaft hat selber entschieden, eine 31-Stunden-Woche einzuführen und damit Entlassung vermieden. Und deshalb haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch wirklich ein Recht darauf, dass wir hier eine faire Debatte über die Zukunft der Stahlstandorte führen. Und schaut man sich ganz nüchtern die Variablen an, die das Betriebsergebnis beeinflussen, ist die Hebelwirkung der Einzelnen enorm. Und die Einflüsse, zum Beispiel eigener Managementfehler, die Überproduktion oder des Treibhausemissionshandels, laufen nicht immer parallel, sondern auch entgegengesetzt. Und lassen Sie mich das am Beispiel des Treibhausemissionshandels erläutern, weil da hat das bisherige Überangebot an Zertifikaten dazu geführt, dass es zu einer geringeren Belastung als ursprünglich bereits eingepreist war, gekommen ist. Und das hat auch dazu beigetragen, dass bei ThyssenKrupp die Verluste aus den brasilianischen und amerikanischen Abenteuern abgefangen werden konnte. Denn insgesamt hat die Stahlindustrie von 2005 bis 2012 von der Ausgestaltung des Emissionshandels profitiert und Emissionszertifikate im Wert von 5,3 Milliarden Euro kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir alle wissen, Europa ist kein Wachstumsmarkt im Bereich Stahl. Und es ist daher, und das habe ich vorhin ja auch gesagt, von einer Seitwärtsbewegung des Verbrauchs zu sprechen. Und aufgrund der europäischen Überproduktion ist es auch klar, dass es zukünftig zu Kapazitätsabbau auch in Deutschland kommen wird. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Ellerbrock? Ja. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Bitte, Herr Ellerbrock. Frau Kollegin, diese Vergangenheitsdarstellung ist ja sehr interessant, aber es geht doch heute eigentlich darum, deutlich zu machen, dass der Benchmark für die Zuteilung in einem Maße gefordert wird, der unterhalb der technischen Möglichkeiten ist, sondern dass die besten Unternehmen noch zusätzliche Zertifikate kaufen müssen und das mit der Zielrichtung oder die Begründung liegt darin, dass die Bundesregierung Umweltprogramme durchfinanziert hat in der Hoffnung auf hohe Zertifikatspreise und dass das nicht eingegangen ist. Das ist das Problem, über das wir uns unterhalten müssen. Frau Kollegin, vielen Dank für die Frage, Herr Ellerbrock. Also ich sehe, ja, danke, Herr Kollege Ellerbrock, für die Frage, aber ich sehe das eigentlich so, dass Sie immer etwas hinter der Debatte hinterher sind, weil mittlerweile wird ja auch von Vertretern der Stahlindustrie und auch von den Belegschaften bereits diskutiert, dass man den Zertifikatehandel durchaus nicht abschaffen will, sondern letzten Endes wird diskutiert, dass man die effizientesten Standorte auch dafür ausnahmen möchte, aber letzten Endes nicht ausgerollt über die gesamte Stahlindustrie, weil auch die Stahlindustrie weiß, dass wenn wir den Klimawandel nicht als Innovationstreiber erkennen, auch dauerhaft keine nachhaltige Zukunft an den Standorten möglich ist, weil sie wissen auch preiswert,
ja, und auch Qualitäten, da werden wir schnell eingeholt. Und deshalb sind wir gerade in Europa immer dazu verdammt, besser zu sein als die anderen. Mehr Qualität, günstiger, klimafreundlicher. Und das werden wir auch nicht abschaffen können. Und deshalb brauchen wir auch einen funktionierenden Emissionshandel, um auch letzten Endes wieder zu einem faireren Wettbewerb zu kommen. Und ich kann, wie gesagt, verstehen, dass die Nervosität auch in den Belegschaften steigt aufgrund dieser Debattenlage, weil es geht da immerhin auch um die Zukunft der Kolleginnen und Kollegen von vor Ort. Und in Duisburg, aus der Stadt, aus der ich komme, reden wir, und Sie kommen ja auch daher, insgesamt um 20.000 Arbeitsplätze allein nur in der Stahlindustrie. Und daran hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz von Dienstleistungen und anderen Menschen, die quasi Zuarbeit liefern. Und deshalb weiß ich auch, dass die Stahlindustrie in der Vergangenheit wichtige Fortschritte gemacht hat in Bezug auf Ressourceneffizienz, in Bezug auf CO2-Reduktion. Aber diese Leistung ist auch anzuerkennen, und es ist eigentlich auch die Voraussetzung dafür, dass die funktionierenden Stahlstandorte bei uns in Nordrhein-Westfalen tatsächlich auch eine gute Prognose haben. Aber diese Anstrengungen reichen nicht. Es muss weitergehen, und die Projekte zur CO2-Minimierung sind deshalb so wichtig, die angestoßen worden sind. Und ein Kernstück ist ja, dass wir darüber reden, wie wir CO2 reduzieren können, indem wir Kohlendioxid als Produkt benutzen, und zwar in neuen Industrieverbünden aus Chemie und Stahl. Und unsere Aufgabe wird es sein, diesen Aufbruch der Stahlindustrie in eine klimafreundliche Zukunft auch vernünftig zu begleiten. Und wie gesagt, Voraussetzung ist ein fairer und freier Handel. Und die Sorgen der deutschen Stahlindustrie bezogen auf die Dumpingproblematik sind berechtigt, und aktuell wird ja auch bereits über das Herannahen eines neuen Handelskrieges gesprochen. Und befeuert wird das Ganze ja auch dadurch, dass die EU bis Ende des Jahres wirklich zu einer Lösung kommen muss, ob man China zu einen Marktwirtschaftsstatus verleiht. Und ich kann sagen, unsere grüne Position ist es, dieses nicht zu tun. Denn nur eine wirksame Bekämpfung von Dumping trägt gleichzeitig auch zum Erhalt der Innovationskraft bei. Und wir brauchen einen fairen Wettbewerb. Dazu gehört die Bekämpfung von Dumping, aber auch Preise, die ökologische Wahrheit sagen und widerspiegeln. Und das gelingt nur, wenn man Klimaschutz als einen wichtigen Innovationsfaktor, einen wichtigen Innovationstreiber begreift. Und ich weiß, dass die Stahlstandorte in Nordrhein-Westfalen diese Herausforderung bereits angenommen haben. Und deshalb freue ich mich auf die Debatte im Ausschuss. Herzlichen Dank. Danke.